dass gerade der ländliche Raum eine Ideenschmiede ist und hier aktive Menschen wohnen, die sich gern einbringen, um ihr Umfeld zu entwickeln, hat der Ideenwettbewerb Unser Verein macht schlau wieder einmal bewiesen. Am 13. Juli fand in Leubsdorf die Auszeichnungsveranstaltung dazu statt. Eingeladen hatte der Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha und Schubautal e.V. Das Team um Regionalmanagerin Andrea Pötscher richtete bereits die vierte Auflage des Wettbewerbes aus. Mittels Förderung durch das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum konnten auch diesmal wieder gute Ideen von Vereinen finanziell unterstützt werden. Und diese Ideen überraschten auch zum aktuellen Thema Wissensvermittlung mit einer großen Vielfalt und nachhaltigen Konzepten. 38 Vereine. Das sind, wir haben es mal ausgerechnet, ungefähr 2600 Mitglieder. Eine ganz, ganz beachtliche Zahl. Und es sind 38 Ideen zur Wissensvermittlung im ländlichen Raum. Wir haben Workshops für Natur- und Umweltprojekte. Wir haben Geschichten zum lebenslangen Lernen. Wir haben die Vermittlung von Heimatgeschichte, von Kurse in Gesundheit und Ernährung. Und das ganze Spektrum ist so breit gewesen. Natura Miriquidica e.V. aus Marienberg, Ortsteil Popershau, vertreten durch Frau Schreiter. Hallo Frau Schreiter. Sensen- und Dengeltechnik für die Bergwiesenbegegnungen. So ist das Motto dieses Vereins. Hintergrund ist hier, der Verein veranstaltet die Bergwiesenbegegnungen mit dem Thema Naturschutz zum Mitmachen, an dem also naturinteressierte Familien und Erwachsene daran teilnehmen können und sich natürlich dann auch wirklich um den Naturschutz mit kümmern und bemühen. Ja, Fördermittel, wie wichtig ist das für die Vereinsarbeit? Für unsere Vereinsarbeit eigentlich elementar. Wir als Naturschutz- und Umweltbildungsverein leben quasi von Fördermitteln. Und das sind solche Beiträge wie heute Abend ganz, ganz wichtig und wir freuen uns unheimlich über das Preisgeld. Der Kulturverein Wünschendorf aus Pockau-Lengefeld, vertreten durch Herrn Schmidt. Hallo, guten Abend. Jung lehrt alt den Umgang mit modernen Medien. Den Hintergrund können wir auch alle gut nachvollziehen, auch wenn wir noch Eltern haben, zum Beispiel, die noch ein Stück weit älter sind als wir selber, dass die Digitalisierung im täglichen Leben natürlich immer mehr Raum einnimmt. Aber es ist jedoch oft mit Wissenslücken, vor allem bei älteren Menschen, verbunden. Es ist eine schöne Anerkennung der Arbeit, die man gemacht hat oder die man vor sich hat. Und das, was wir uns zum Ziel gestellt haben, dass also jüngere, ältere mal mit dem Handy oder mit dem Tablet oder mit dem Computer vertraut machen, ich würde sagen, das ist was ganz Notwendiges. Der Feuerwehrverein engagiert sich sehr im Ort und es geht hier um die Verschmutzung und Müllablagerung am unteren Teil des Bachlaufs in Groß-Olbersdorf. Und der Verein möchte gern diesen Bach wieder pflegen und instand halten, weil daran ein Naturlehrpfad sich anschließt, der praktisch in diesen Hofwiesen dann übergeht. Habe ich das jetzt richtig gesagt? War das jetzt okay? Okay, gut. Es geht also darum, neben dieser Müllsammelaktion das Bewusstsein für die Natur zu schärfen, Wissen zu vermitteln über die Besonderheiten der Natur, also Pflanzenarten, welche Tiere leben hier, Besonderheiten des Baches und ähnliches mehr. Was ist eure Intention dafür? Warum macht ihr das? Ja, zum einen natürlich, um den Fortbestand der Feuerwehr zu sichern. Ja. Also das ist nur durch Quereinsteiger natürlich nicht möglich. Wir brauchen dort immer eine starke Jugend, die nachrückt. Und ja, zum anderen natürlich auch, um Freizeitangebote zu schaffen, dass die Jugend mal rauskommt, dass sie mal nicht nur vor dem Computer sitzen, die Kameradschaft zu stärken und natürlich auch ein bisschen den Zusammenhalt im Ort zu stärken. Die Schützengesellschaft Schönerstadt 1862, vertreten durch den Herrn Lose. Hallo, Herr Lose, grüße Sie. Die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft mit der Oberschule Oederan zur Erforschung und Dokumentation des Schützenwesens in Oederan, im Freiberger Raum und in Sachsen. Die Schützengesellschaft Oederan hat den Hintergrund gesehen, wir müssen das Brauchtum und die Heimatpflege sichern und auch hier das weitergeben, aber auch dokumentieren und für die Nachwelt sozusagen erhalten.
Bildung und Schützengesellschaft. Das ist kein Widerspruch. Wie bringen Sie das zusammen? Ja, also Bildung, im Wesentlichen sehen wir das im, sag ich mal, rüberbringen von, sag ich mal, Tradition, von Geschichte und auch, sag ich mal, das Zusammenleben fördern im Dorf und sehen, wie wir sowas verwirklichen können und vor allen Dingen gemeinsam und vor allen Dingen auch in der Zukunft. Lebenslang lernen mit der Lese- und Spielinsel im Dorfzentrum Lauterbach. Hintergrund des Vereins, es ist ja wirklich ein Sportverein, ist, wir müssen also einen Treffpunkt für alle Generationen schaffen und dazu soll das Lauterbacher Dorfzentrum belebt und aufgewertet werden. Und der Plan ist der, wir schaffen eine Lese- und Spielinsel, installieren dort also eine Telefonzelle, die mit Büchern und Spielzeug gefüllt wird. Die Projektbeteiligung, ist euch schwer gefallen oder habt ihr gleich gesagt, jawohl, hier haben wir eine Idee, das passt? Nee, überhaupt gar kein Problem. Das ist ein schönes Thema. Schlau machen wir gerne. Also lebenslange Bildung ist ein tolles Thema und für uns natürlich zentral, um den Ort wieder zu beleben. Und da ist es natürlich schön, wenn man so einen Verein hat, der das unterstützt, die Vereine mit unterstützt und dann sozusagen Geld gibt und den Antrag zu schreiben. Das ist dann eigentlich nicht nur das notwendige Übel, sondern es macht auch ein Stück weit Spaß, wenn man das, was man sich lange in Nächten überlegt hat, auch weitergeben kann in einem kleinen Antrag und damit auch anderen Vereinen mit vorstellen kann. Der Kulturverein Lindenhof-Leubsdorf e.V., vertreten durch den Herrn Fröhlich. Herr Fröhlich, vielen Dank nochmal, dass wir heute auch hier sein dürfen. Das hat alles ganz wunderbar geklappt. Wer weiß denn sowas auf den Sofas? So das Motto des Kulturvereins. Hintergrund ist hier, der Verein möchte das kulturelle Leben durch das Aufgreifen und Vermitteln aktuell bedeutsamer Themen bereichern. Und hier will der Verein jetzt ein eigenes Theaterstück erarbeiten und auch aufführen, also quasi alles durch Laien erarbeitet und aufgeführt durch Vereinsmitglieder. Aber der Verein legt auch großen Wert, dass auch Nicht-Vereinsmitglieder eventuell dort mit dabei sind. Es muss nicht nur der Verein sein. Inwiefern kann dieses Projekt die Leute schlau machen? Indem wir mit diesem Projekt Denkanstöße geben, bei denen dann im Nachhinein die Leute in Diskussionen, in Gespräche kommen und das Ganze zu verarbeiten und dann eben auch ihr Lernen im jetzigen oder im Alltag draus ziehen. Jetzt kommen wir zu unserem Frischling, das ist der Förderverein der Kindereinrichtung von Leubsdorf e.V. Da ist ja sowas von neu, den gibt es ja kaum, aber es gibt ihn schon. Genau, der ist in diesem Jahr erst gegründet worden, das heißt, vertreten durch den Herrn Bumberger. Und das Thema lautet auf den Spuren erzgebirgischer Tradition. Der Verein ist so neu, dass wir nicht mal ein richtiges Foto hatten, sondern das ist der Siegerentwurf für das Vereinsmaskottchen, aber trotzdem ganz niedlich. Der Verein möchte wachsen und natürlich in der Öffentlichkeit aktiv in Erscheinung treten. Und das erste Projekt, was sie in diesem Jahr umsetzen werden, ist die Unterstützung der Bildung der Kinder im Bereich der Heimat- und Traditionspflege. Die Idee dahinter ist, wir unterstützen in einer Schulwoche die Lehrer mit fächerverbindendem Unterricht zum Thema auf den Spuren erzgebirgischer Tradition. Das ist die erste Möglichkeit, sich überhaupt im Dorf bekannt zu machen. Wir hoffen dadurch, dass wir neue Mitglieder auch finden und gleichzeitig, dass wir natürlich das Projekt der Grundschule im fächerverbindenden Unterricht im November unterstützen können. Also ich muss sagen, wir waren sehr, sehr, sehr zufrieden. Es war ja der vierte Wettbewerb in Folge. Wir haben 2017 angefangen und nach 18 und 19 haben wir so eine hohe Beteiligung wie noch nie gehabt in dem Gebiet. 38 Vereine, davon sind 22 aus dem Erzgebirgskreis und 16 aus Mittelsachsen, haben ihre Ideen eingereicht und wir waren einfach nur überwältigt von der Fülle, von der Kreativität der Ideen. Ja, also das war hervorragend für uns. Bei solchen Ideen ist ja immer das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Also es muss nicht zwingend umgesetzt werden, aber ich denke, hier stehen die Chancen nicht schlecht. Ja, also definitiv. Es ist ein Ideenwettbewerb, aber natürlich hoffen wir dann, und die Vereine sind auch schon ein Stück weit in der Pflicht und die machen das dann auch, dass entweder in diesem Jahr oder im nächsten Jahr umgesetzt. Manche Ideen waren ja auch schon umgesetzt im Jahr, das ist auch nicht das Problem gewesen. Und die Verstetigung über das Jahr darüber hinaus hat sich bei vielen Vereinen auch in der Idee gezeigt, die dann gesagt haben, wir bieten das jedes Jahr an oder wöchentlich an, monatlich an. Und ich denke, das ist wirklich eine gute Voraussetzung für die Vereine, diese Nachhaltigkeit dann auch zu fördern. Am Ende waren alle Teilnehmer Gewinner.
Nicht nur in Bezug auf das Preisgeld. Der Austausch von Ideen und Erfahrungen aller Beteiligten wird sicherlich seine Früchte tragen. Aufgrund der guten Resonanz hat man sich im Regionalmanagement dazu entschieden, auch im nächsten Jahr wieder einen Ideenwettbewerb auszuschreiben. Das Thema und die Modalitäten dazu werden im Frühjahr 2021 bekannt gegeben.